Play Paper Mario, die Legende vom Ionentor. Ja, unsere Gestalt bzw. Körper und Namen wurde geklaut. Deswegen würde ich mal sagen, willkommen zu Paper, die Legende vom Ionentor. Was war hier denn nochmal? Achso, du mit den Kindern. Gab es hier nicht irgendwo noch so eine Röhre, wo wir nicht rein konnten? Vielleicht kommen wir ja jetzt rein. Nee. Funktioniert immer noch nicht. So, und mit Barbara. Barbara, gehen wir jetzt nun weiter. Hey, ich habe dich erwartet. Ich hätte dir im Dorf aufgelauert, aber ich wollte nicht mein wahres Gesicht zeigen. Also bist du der Geist, der diesen Mann Namen und Körper gestohlen hat. Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Nun gut, mein Freund. Auch dieses Mal bekommst du eine Chance. Wenn du errätst, wie ich heiße, bekommst du Namen und Körper zurück. Wie heiße ich wohl? Oh, Feigling, einfach abzuhauen. Ich kenne deinen Namen nicht, deswegen. Der hat uns in das Licht geführt. Wir müssen schnell deinen Namen und deinen Körper wiederfinden. Das muss man tatsächlich. Ich setze mal so einen Multisprung ein. So, Schattenhieb schlägt den Gegner und verursacht Feuerschaden. Halleluja. Und was macht der Feuerschaden? Macht direkt Puff. Ne, die haut dann ab. Finde ich nicht gut. Aber immerhin werden die Kämpfe jetzt wieder einfacher. Das finde ich gut. Na, komm her. Dann mache ich ja auch mal wieder so einen Multisprung. Und dann nochmal wieder so ein Schatten. 3 Schaden, okay. Okay, der muss als erstes weg. Okay, die müssen beide weg. Nein, ich hab's voll vermasselt. Am besten. Es ist wirklich wie bei Lady Boo. Dankeschön. Juhu, jappa jappa juhu. Mehr Münzen. Tja, hast du dir wohl so gedacht, ne? Komm, setzen wir mal Erdbeben ein. Gott, meine armen Zuschauern.
Okay, der lädt sich auf. Der auch. Okay, dann machen wir doch mal gleich mal wieder. Eine Hammerattacke. Zeit für ein App eben. Ich brauche definitiv mehr Blumenpunkte. Also wenn der nächste noch wieder ein Gegner kommt. So, einmal speichern. Man weiß ja nie. Jetzt den ganzen Weg wieder zurück, das kann ja was werden. Ihr geht. Bist du schon mal weg? Du bist getan. Oh, da kann seine Gegner. Die tarnen sich einfach gegenseitig. Gut, wenn es sein muss. Dann hole ich mir erstmal ein paar PP-Punkte zurück. Also bei Giftpilz treffe ich immer. So, und du kannst mal eine Showanlage machen. Wird blockt. So, dann machen wir doch einmal hier den Sprung. Bingo! So, dann einmal Schattenhieb. Cool. Aber ich liebe so cool Commands. Okay, du heilst deinen Boost hoch. Vor allem heilen. Boostest dich einfach nur. Da muss der Schattenhieb eigentlich auch schon alles gewesen sein. Ne? Yep. Wunderschön. Ja, ich nehme jeden Gegner mit. Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte. Tausch KP gegen BP. Beachte die Höchstwerte. Auch erinnert. So, erster Angriff erfolgreich. Wunderschön. Dann einmal hier Schatten. Cool. Und setzt so Reis aus? Natürlich.
Du schützt deinen Partner. Damit kann ich leben. Ich wollte eigentlich blocken. Bing, bing, bing. So. Du boostest dich. Das ist eigentlich kein Problem für mich. Denn dein Schutz ist jetzt weg. Oh Mist, ich hab losgelassen. Juhu! Ich habe 2 Zuschauer verloren. Oh Mensch. Wegen meines Fehlers. Schattenhieb. Cool. So, was machst du? Boostest du dich oder? Ja, du boostest dich. Das heißt, du hast schon so gut wie verloren. Nice. Na komm, das kann man doch verwenden. Die eine Münze lasse ich jetzt eine Münze sein. Die Münze lasse ich Münze sein. Ah, von hier kamen wir ja. Ich schussel. War ich kurz abgelenkt. Nein, das war ja falsch. Ich muss in die nächste Abzweigung rein. Ah nein, nicht gegnerischer Erstangriff. Oh Mensch. Ha, gekontert. Hm? Mal gucken, ob der Schatten überhaupt was macht. Nur Schaden. Hm? Tot gekontert. Der boostet sich. Du boostest dich auch. Okay, kein Problem. Mal gucken, wie viel Erdbeben abzieht. Nice. Oh, das gibt sogar noch richtig Erfahrungspunkte. So, und wieder speichern. Bisschen Paranoia. So, dann können wir doch angeblich hier weiter. Na, no, nicht dein gegnerischer Erstangriff. Ich hasse sowas. Aber ich habe gekontert. Das ist doch gut.
Bewegungsunfähig. Okay, und du kannst einen Schattenhieb machen. Ich hatte eben kaum noch Erfahrungspunkte. Okay, ich glaube, bei dir war Hammerwurf sehr effektiv. Verteidigung. Perfekte Kontakt. Ich wollte springen. Was heißt? Was macht Erdbeben? Cool. Guck mal, mit dem Erdbeben seid ihr auch direkt weg vom Fenster. Nice so. So, Erstangriff erfolgreich. Warum nicht? Wie gesagt, das treffe ich gefühlt immer. Und immerhin fühlt sich unser Stern Energie sehr schnell wieder auf. So, dann kannst du hier auch mal angreifen. Du machst den hier bitte weg. Und schon ist es wieder aufgefüllt. Ich liebe die Ordenpunkten. Oh, guck mal. Jetzt sind wir wieder komplett hochgeheilt in dem Sinne. So, dann würde ich mal sagen, einmal den Hammerwurf. Und dann komm, mach mal Verteidigung. Wir kriegen eh jetzt Verteidigungsboost. Wunderschön. Dann setzen wir doch mal den normalen Hammer ein. Und du kannst wieder eine Show-Einlage machen.
Ja. Ah, komm, machen wir mal den Würgeschlag. Verteidigung. Also die kann ich sehr gut kontern. Die kann ich sehr gut kontern. Ich mach mal Erdbeben. Wunderschön. Boah, die Hälfte meiner Zuschauer sind geflohen. Verteidigungsboost. Ich habe eins zu lassen. Wir sind schon wieder fast an die Hälfte eines Level Up. So, dann schieben wir mal. Das haben wir doch gut gemacht, ne? Hallöchen, ist ja jemand zu Hause schon wieder? Ne, Signier. Wie viele Signieren gibt es hier dann? Mann, haben wir jetzt mittlerweile 7. Gibt es ja vielleicht auch noch so einen Sternsplitter? Nö. Gut, aber an dieser Stelle sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Bis dahin, tüdelü.